Herzlich willkommen zurück, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei Amnesia The Dark Descent. Tja, hier sind wir nun wieder. Ich habe mir jetzt mal einen Timer gestellt, dass ich so 15-20 Minuten Parts aufnehme. Und ich werde mal sehen, wie es weitergeht. Wo waren wir denn? Ach ja, ich bin hier noch so. Gut, also wir sind letztes Mal hier hingekommen, haben erfahren, was es mit dieser Spur auf sich hat und dass wir einen gewissen Alexander töten müssen. So, falsche Richtung. Yay. Und weiter geht's. In die Eingangshalle. Das ist gemischt. Die anderen Kinder trieben ihn an. Er hörte, wie sein Name gerufen und er aufgefordert wurde, es zu tun. Tu ich das hier wirklich? Dachte der kleine Junge bei sich und schlug sich einfach für irgendwas in den Schädel. Keine Ahnung. Ja, halte Shift Umlauf. Shift ist aber gut. Jetzt können wir hier laufen. So, das Öl sparen. What the fuck? Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp. You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The inner sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Okay, wir sind also in Schloss Brennenburg. So, das scheint jetzt die Raffinerie zu sein. Gut, ich laufe mal hin. What the fuck? Memento-Eintrag. Eine Art organisches Gewebe blockiert den Weg zur Raffinerie. Kann es aufgelöst werden? Es ist widerstandsfähig und biegsam. Sie kann weder per Hand noch per Werkzeug geöffnet werden. Okay. Ah, das ist kein Werkzeug und das ist keine Hand, das ist ein Stein. Okay. Das ist biegsam, das biegt sich nicht, das ist steif. Mäh. Oh, schade. Nach oben oder... Hier scheint rauszugehen. Das sind schon wieder diese komischen Blutigel oder was auch immer das da stimmt. Wo geht's hier hin? What the fuck? Ist das auch hier? Ekelhaft. Ja, verpiss dich doch. Laboratorium. Will ich da wirklich hin? Weinkeller. Ich dachte Laboratorium. Sekunde. Ach hier. Labor. Die Tür schlug hinter ihm zu und er wusste, er würde den alten Schneider Bänkelplatz in London nie wiedersehen. Noch eine einsame Seele mehr in London erschien. Irgendwas. Okay, erstmal hier. Puh. Gut, gehen wir mal runter. Hallo? Hallo, ich bin der Daniel. Ich mache hier den Kammerdienst. Es ist eingestürzt. Huch. Öl. What the fuck? Was war dies? Ich muss das Öl hier reinfüllen. Was liegt hier?
Liegt nichts. What the fuck? Die sind ja schon überall. Alter. Blöde Fliege, verpiss dich. Da ist es eh schon so warm in meinem Zimmer. Gruselig. So. Eine Memoir. Oh. Umlagerung der Chemikalien. Erstmal runterschlucken. Das Fehlen eines Schornsteins zum Ablüften der Dämpfe meiner Experimente hat sich auf meinem gelagerten Ingredienzen ausgewirkt. Einige scheinen nicht betroffen, aber viele sind durch die Dämpfe beeinträchtigt und werden schwierig zu retten sein. Ich werde tun, was ich kann, um sie in den Weinkeller umzulagern. Weinkeller? Chemische Ingredienzien sind vom Labor in den Weinkeller umgelagert worden. Das habe ich auch mit. Hallo? Wer ist da? Ich habe eine Lampe. Ich meine eine Kiste. Ich fürchte meine Kiste. Whoa, the fuck! There should be more cooperites. Let me see. And one part aqua fortis. Okay. Chemietopf. Frühes Alchemie-Experiment. Das ist mein erster Versuch, künstliche Lebensessenz zu gewinnen. Die frühere Zusammensetzung war nicht stark genug, aber ich fühle, dass ich fast am Ziel bin. Zinkerz und Orpiment müssen hinzugefügt werden und Kuprit bindet sie gut. Dieses Mal werde ich Königswasser anstelle von Siedewasser verwenden und hoffe, dass eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Dass es eine gleichmäßigere Lösung ergibt. Man, ich sollte... Ja, egal. Am Abend, da kann man das entschuldigen. Hoffe ich. Das Experiment war erfolglos. Die Lösung ist in hohem Grade säurehaltig und praktisch für nichts zu verwenden, außer vielleicht als Reinigungsmittel. Organisches Gewebe reagiert besonders heftig mit der Lösung und mit ihr sollte äußerst vorsichtig umgegangen werden. Verschlucke ich noch Buchstaben. Vielleicht kann ich das Rezept verwenden, aber ich verliere langsam die Hoffnung, dass ich eine alchemische Lösung zu meiner misslichen Lage finden werde. Sekunde. Besonders heftig auf organisches Gewebe. Ist interessant. Ich hoffe, ihr konntet es trotz meiner ganzen Sprachfehler lesen. Hören, verstehen. Was macht denn so eine Buchse da drin? Komm mit. Gymnastik! Gut. Hallo? Hallo? Ich habe eine Kiste. Ich warne dich. Ein Baby? Wo ist dir ein Baby? Gefällt mir nicht. Ab in die Eingangshalle. Ich sehe irgendwie alle 2 Minuten auf meinen Timer.
Okay, jetzt habe ich einen Schrecken gekriegt. Der Weinkeller. Also ich höre durch allein schon mal Keller. Ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt erleichtert sein soll oder nicht. Eigentlich nicht, weil das ist ein Umweg. Im Weinkeller sind die Ingredienzien, die ich brauche. Ja, da sind die drin. Die Tür steht offen. Das ist nur ein Tier, das ist nur ein Tier, nicht stressen. Und da ist halt die eingestürzt. Ist er nicht. Halt die Klappe doch. Die Archive. Ein Geschmack von Rosen lag in seinem Mund. Türkischer Honig, dachte er. Genau wie der beim Konsulat in Konstantinopel. Und Laden. Das habe ich ja noch nie vorgelesen. Eieieiei. Ach ja, was ich jetzt noch kurz sagen will. Hier scheint hier noch Licht. Ich werde, jetzt kommt jetzt jede Woche eins am Dienstag. Ja, Dienstag am Abend. Damit ihr auch noch etwas Schauriges habt. Ja, also Dienstag ist jetzt Vatertag, zumindest bei mir. Ne? Hab ich nochmal erwähnt haben. Und falls ich mal nicht Amnesia aufnehme, aus Gründen, die vielleicht später bekannt werden sollten, vielleicht auch gibt es auch keine Gründe, ich weiß es nicht. Halt, die Gründe sind dann in dem Fall zu großer Stecken vom Spiel, werde ich ein anderes Horrorspiel an dieser Stelle machen. Fuck Logic! 16th of May, 1839. The unflinching African sun has continued to plague our expedition, making it impossible to dig until dusk. How Professor Herbert managed to find the location in these vast plains of nothingness remains a mystery to me. When I asked him about the tomb again, he told me about the legend of Tin Hanan, the mother of us all. An interesting story in its own right, but I can't help feeling there's more. Later that evening, we uncovered a passage beneath the dunes leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident it was the tomb we sought and ordered the others to clear the way late into the dark, cold night. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. No matter what the professor is keeping from me, the dig should yield something interesting to take back to London and the British Museum. Okay. Zack. Zack. Ich muss jetzt gestehen, ich habe jetzt bei dem nicht ganz zugehört, weil ich nebenbei Mikrofon stumm geschalten habe und was getrunken habe. Ja, es hat ein Teil von Dennis Tagesbuch. Tagesbuch. Das Buch des Tages. Wie das hier, das jetzt weggeflogen ist. Random Buch. Pflanzenreich. Aha. Nächstes. Wird mir halt bald der Welt sehr durch. Aha. Unbekannt. Zack. Sonst noch irgendeine Welt zu hier? Nee, gut. Was ist eigentlich die Tür hier draußen? Oh, it's fucking dunkel hier. Gefällt mir nicht. Auf! Weg! Zack! 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 Jawoll! Sonst nichts hier? Nee. Gut. Sieht mir Öl aus? Passt. Passt noch halbwegs. Ach nein, die kann ich nicht nehmen. So, das waren jetzt gerade die... Was waren das? Die Kataloge, okay. Gear-Kataloge. Hallo? Immer falsch dicht. Eins. Attempten. Nicht. Nicht. Jemand gehört. Auf. Auf. Auf.
nichts. Außer Bücher. 17th of May, 1839. My hands tremble as I write. I feel a need to document my tribulation, for I fear that my memory will fail me if I linger. Today, I took some men and ventured into the dark, ancient passage we uncovered. Our torches burned faintly in the murky air as we slowly made our way underground. The men were superstitious and fearful. They argued loudly, and I felt their strange language getting to me. I mustered my strength and yelled at them to continue down the slopes and broken steps. The crudely carved passage confused me. It looked much older than the 4th century structure we had expected. The twisting path emerged into a great antechamber. The walls were lined with statues unlike any I'd ever seen. Despite their unearthly quality, I felt a strange familiarity toward them, which haunts me still. At the far end of the chamber, a great slab of stone sealed off whatever lay ahead. I gave the order to raise it, and as I pushed through the narrow space, the heavy stone suddenly dropped, sealing me inside. I was trapped. He was trapped. Gut. Und ich werde an dieser Stelle den Part beenden. Ja. Ich werde jetzt im Nachhinein jetzt gleich noch ein Part aufnehmen, dass ich dann mal für 2 Wochen eine Ruhe habe. Bis dahin mache ich mal die ganzen Schubladen hier zu. Es ist auch die Hemden hier, das gehört doch zu. Aber aus dem 4. Jahrhundert soll dieser Bau sein. Das sieht ein bisschen jünger aus, finde ich. Gut, dann verabschiede ich mich mal. Und meine da knarrenden Deckendielen auch. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Ja, bin etwas... Ich steige mich in sowas immer ziemlich rein. Wegen der Atmosphäre halt. Und da bin ich auch etwas sprachloser. Also bis zum nächsten Mal. Die Bewertung bitte dalassen, wenn es möglich wäre, irgendwie... Ich, du Mücke, verschwinde. So, Mücke hier im Bildschirm, das geht doch überhaupt nicht. Also Bewertung bitte da lassen. Kritik, was sonst noch. Vielleicht auch Vorschläge für ein anderes Horrorspiel, je nachdem. Ein kurzes aber nur in dem Fall. Weil ein langes, wie am Leser, werde ich dann sicher nie wieder machen. Das einfach auf da nicht aushält, den Horror in einem Spielermode. Ah! Bis zum nächsten Mal. Ciao.